So, weil ich ja für mein Projekt zwei Flachstähle brauche und nur so ein Eckprofil habe, ich dann quasi immer hier lang abgeflext und einmal hier lang. Packen wir erstmal beiseite. Dann habe ich meine zwei Flachstähle, dann quasi so aussehen. Die ganze Sache ist dann 45 cm breit, weil meine Catchbox 45 breit ist. Die zeige ich euch dann nachher noch mal ein bisschen genauer. Dann habe ich mir Magnete bestellt. Die Magnete sind, wie ihr seht, unten ein bisschen schmaler. Also hier ist unten, das ist ein bisschen schmaler als hier oben. Also sag ich mal so eine Pilzform. Die habe ich mit so einem Metallkleber eingeklebt. Ja, und jetzt werde ich die ganze Sache mal noch lackieren. Ein bisschen schwarz machen, weil die Catchbox hinten im Hintergrund schwarz ist. Und wenn die Ziele, die Targets, daran gepappt werden, lenkt das Profil sozusagen nicht so mit seiner Farbe, also lenkt das Auge nicht so ab. Ja, dann sind die Targets besser zu erkennen. So, in der Art sieht es dann quasi aus. Jetzt wundert ihr. Hier in die Targets habe ich oben, anstatt so eine Strippe durchzuziehen, wie man sie hier immer hat, habe ich einen 6 mm Stahl durchgemacht. Ja, dadurch halten die jetzt hier so schick dran, ne? Na? Die sollen dann beim Treffer halt abfallen. So. Soweit, so gut. Das andere kommt gleich.